Hallo. Ja, ich bin wieder aus London zurück. Und das kleine Haul-Video, das braucht leider noch eine Weile, aber ich habe heute einfach mal ein simples Face of the Day mit ein paar neuen Produkten für euch. Ja, ich fange mal an mit den Lippen. Und zwar habe ich da von MAC hier diesen Cindy Lauper Lippenstift. Oh, der sieht jetzt total mega pink aus. Aber wie ihr auf den Lippen seht, ist der gar nicht so extrem. Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Farbe. Also ich kenne den auch schon ziemlich lang und der hat mich eigentlich nie angesprochen, dass ich ihn hätte kaufen müssen. Aber irgendwie auf einmal hat er mir total gut gefallen. Und je nachdem, wie stark und wie oft man den aufträgt, verändert sich halt die Farbe. Und ich habe jetzt eine Schicht drauf und dann ist es sehr dezent. Als Rouge habe ich von MAC Blush Baby. Das ist ja quasi nur ein bisschen dunkler als die Haut selber und so perfekt zum Konturieren und eben nicht so auffällig. Dann für das Augen-Make-up habe ich mit einer neuen Palette hier gearbeitet und zwar von Sleek. Die Sachen werdet ihr alle dann auch in einem separaten Video natürlich etwas genauer sehen. Die sieht so aus. Und ich habe folgende Farben benutzt. Und zwar für den Augenwinkel dieses Rosé. Also für den inneren Augenwinkel. Ah, nein, Quatsch, dieses Rosé habe ich benutzt hier. Das da. Für den inneren Augenwinkel. Und dann nach außen hingehend habe ich dieses hier benutzt. Die Farbe ist relativ ähnlich zu dem Mythology von MAC, finde ich. Und für die Lidfalte und für dieses äußere V habe ich dann hier diesen schwarzen Ton benutzt. Und das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber der ist eigentlich matt. Und was man noch zu der Palette vielleicht sagen muss, ist, dass die Farben sich schon irgendwie anders verhalten als jetzt Lidschatten, die man sonst so gewöhnt ist. Huch. Und zwar so irgendwie mit normalen Pinseln lässt sich das kaum gut verblenden, also mit so fluffigen Pinseln. Also mit diesem Teil hier, was dabei ist, ist man eigentlich echt schon ganz gut beraten. Aber man muss dazu sagen, dass sich das allgemein nicht besonders gut verblenden lässt. Also man kann gute Akzente setzen und richtig viel Farbe draufpacken, aber dass also schöne Übergänge sind, da muss man echt dran arbeiten. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Ich habe die Farben auch nochmal jeweils am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Also hier zumindest dieses Rosé und dann hier dieses hier auch nochmal. Und als Highlighter habe ich ganz, ganz bisschen von diesem Ton hier benutzt. Das ist auch ein bisschen ein Manko an dieser Palette, würde ich sagen, dass es da eigentlich keinen vernünftigen Ton zum Highlighten gibt. Weil da ist relativ grober Glitzer drin. Ich weiß nicht, also ihr seht jetzt einfach wahrscheinlich nur hell, aber wenn man das dann verreibt, dann bleibt eigentlich kaum was übrig, außer halt so grobe Glitzerpartikel. Ja, das seht ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht. Aber ich habe es einfach da ein bisschen drunter und dann quasi nochmal so eingeblendet. Dann ist da eigentlich gar nicht viel übrig von dem Ton und dann ist es okay. Ja, und ansonsten muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass ich jetzt finde, also eigentlich vom Rouge und vom Lippenstift her muss man ja immer einigermaßen schauen, dass das passt, aber das sind jetzt ja beides keine wirklich, also das ist kein rosiger Ton, aber die Farbe Blush Baby geht eigentlich mit fast allem, würde ich mal behaupten, weil es einfach, naja, wie ein Hautton ist. Ja, dann danke für eure tollen Tipps unter meinem letzten Video zum Thema Shopping in London. Ich war sehr erfolgreich. Also das ist jetzt da schon ein kleiner Teil der Ausbeute. Und ich denke, das Haul-Video kommt dann am Wochenende. Ja, dann sehen wir uns spätestens da wieder. Und ansonsten, ja, tue ich euch noch alle wichtigen Sachen wie Twitter etc. und Co. in die Infobox. Und einen Link
tue ich euch auch noch da rein. Und zwar habe ich bei dem Haburi-Contest gewonnen. Also vielen Dank an alle, die da für mich gestimmt haben. Und da kriegt ihr jetzt, wenn ihr Erstkunde seid, einen 20-Euro-Gutschein von mir. Und den könnt ihr auch noch an 50 Freunde weiterleiten. Also der Link dazu ist auch unten. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.